Das Thema Patientendossier, das ist etwas in aller Munde. Aktuell, man liest viel darüber. Wo stehen wir heute mit dem Thema? Patientendossier, das ist eine Initiative, die letztlich zurückgeht auf die Health-Strategie, die vom Bund schon vor einigen Jahren verabschiedet wurde. Heute sind wir wesentlich weiter fortgeschritten. Es ist jetzt auf der Ebene der Gesetzgebung angekommen und man hat auch erste Zielsetzungen bereits festgelegt, dass man 2020 das Dossier in welcher Form auch immer zur Verfügung wette haben. Ich denke, da sind gewisse Rahmenbedingungen zwischenzeitlich entstanden, dass man sagen kann, das ist ein Projekt, das ist eine Initiative, das ist innovativer Weg, der da beschritten ist, der nicht mehr umkehrbar ist, sondern in die Richtung wird das künftig gehen. Als Patient kann ich jetzt davon ausgehen, es wird so ein Patientendossier mal geben. Was ist denn das genau, so ein Patientendossier, ein elektronisches? Das elektronische Patientendossier gerne der gegenwärtigen Situation ein bisschen gegenüberstellen. Wenn wir heute zum Arzt gehen, dann tut er Gesundheitsdaten grossmehrheitlich noch schriftlich in einem Papierdossier erfassen. Künftig sollten überall, wo Gesundheitsdaten anfallen, die digital erfasst werden und nachher noch gespiegelt werden in ein Dossier, das immer Datenschutz und Datensicherheit vorausgesetzt, einem berechtigten Kreis, insbesondere auch einem Patienten, verfügbar gemacht wird. Ist das nicht ein bisschen bedenklich, wenn so sensible Daten an einem Ort gesammelt werden und man hört ganz viel Negatives über Hacker und über Zugriff auf solche Daten? Auf jeden Fall ist das etwas, was man sehr ernst muss nehmen. Das sind besonders schützenswerte Daten und das braucht sehr professionelle und State-of-the-Art-Technologien, um die Daten zu schützen. Die liegen aber vor. Denken wir an das E-Banking, dort haben wir auch ganz wichtige und schützenswerte Daten, sensible Daten, die es heute gang und gäbe ist und auch gut eingeführte Lösungen gibt, für digitales Banking zu machen. Und dann denke ich, sollte man auch immer im Moment sich darauf besinnen, wie das heute läuft und die heutigen Lösungen, sagen wir in dieser Schwergewichtung, papierorientierte Krankengeschichtsführung, die sind weit weg von irgendwo sicher. Die Dossier können verloren gehen. Die Dossier sind häufig nicht dann verfügbar, wenn sie verfügbar sein müssten, die Gesundheitsdaten. Das birgt ebenfalls sehr grosse Risiken. Und ich denke, es ist der richtige Schritt, dort jetzt eine professionelle digitale Infrastruktur aufzubauen, wo wir die Mängel von der papierorientierten Informationsverarbeitung endlich überwinden. Was für Vorteile habe ich jetzt ganz konkret als Patient von so einem Patientendossier? Gesundheitsdaten gehören nicht nur vor dem Hintergrund des Datenschutzes zu den sensibelsten Daten, es sind auch Daten, die einem sehr nahe liegen, persönlich. Dass dir künftig selber auf die Daten können zugreifen, die eigentlich euch gehören, die eure eigene Gesundheit und eure Krankheiten abbilden, dass ihr künftig die Möglichkeit habt, das ist ein grosser Vorteil. Auch wieder im Vergleich zu heute, wo die Daten in irgendwelchen Aktenschränken sind und dann, wenn sie eigentlich Nutzen könnten, stiften, nämlich wenn ihr akut erkrankt und wo man müsst die Beschwerden, die ihr habt, in einem Gesamtkontext können stellen von eurer gesundheitlichen Vorgeschichte, dann liegen die häufig nicht vor. Das soll sich ändern mit dem Patientendossier, dann habt ihr Zugang und auch eure betreuenden Gesundheitsfachpersonen. Sie sind ja selber auch als Arzt tätig. Können Sie das an einem Beispiel mal noch illustrieren, wie so etwas dann könnte aussehen? Ja, ich bin als Notfallarzt tätig und sehe viele Patienten, die plötzlich eine akute Gesundheitsstörung haben. Sie kommen auf die Notfallstation, haben
zwar zu wissen, dass sie 5 oder 10 Medikamente einnehmen, sie wissen, dass sie im vorletzten und letzten Jahr mehrere Tage oder manchmal Wochen im Spital waren, aber die eigentliche Information, warum sie damals müssen behandelt werden, die liegt nicht vor. Jetzt hat der Bund aus einem politischen Kompromiss heraus ja beschlossen, dass die Dossiers nur dann verfügbar gemacht werden, wenn quasi die doppelte Freiwilligkeit gegeben ist. Das heisst, wenn der Patient und der Arzt ihr Einverständnis geben, dass das so funktioniert. Was bedeutet das für Sie in der Praxis? Die Spitäler werden künftig verpflichtet sein, dass sie Gesundheitsdaten dem Patientendossier zusteuern. In der ambulanten Gesundheitsversorgung bei den freipraktizierenden Ärzten ist das in der Tat nicht so. Dort ist die doppelte Freiwilligkeit, also der Patient muss das wollen und der betreuende Arzt muss das wollen. Persönlich finde ich das schade, weil dort sind mitunter ebenso wichtige oder noch wichtigere Gesundheitsdaten, die in diesem Gesundheitsdossier sollte Platz finden und dort gespiegelt werden. Ich denke, das gibt auch eine Verzögerung von einer breiten Einführung des Patientendossiers, von dieser Innovation in der Schweiz, die nicht unbedingt notwendig wäre. Sie haben gesagt, rund 70% der Ärzte führen ihre Krankengeschichte, das ist ja nicht das Dossier, sondern das ist eigentlich das, was dann das Dossier wird füttern, führen ihre Krankengeschichte noch von Hand, handschriftlich, in einer Registratur. Wo steht in dem Zusammenhang von der Digitalisierung von der Krankengeschichte jetzt zum Beispiel eine Medix-Gruppe? Medix-Gruppe ist dort sehr innovativ, gehört zu den ersten, die eine elektronische Krankengeschichte führt. Medix ist ja noch weiter gegangen, sie bieten noch Online-Dienstleistungen an, eigentlich ganz im Sinne der E-Health-Strategie. Patienten können online auch mit ihren Hausärzten Konsultationen abhalten.